Wie die AS Monaco am Samstag verkündete, wechselt William Wenger nach seiner nicht bestandenen medizinischen Untersuchung nun dennoch zum abstiegsgefährdeten Verein aus der Liga 1. Der defensive Mittelfeldspieler wird bis zum Saisonende von Antalyaspor ausgeliehen und ist somit der vierte Winterneuzugang der Monegassen. Erlebe die Liga 1 live und auf Abruf auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratismonat. Nachdem der türkische Verein zunächst den Abgang des 30-Jährigen verkündet hatte, gab Monaco zwei Tage danach bekannt, dass der 30-Jährige den Medizincheck nicht bestanden habe. Nun die Kehrtwende, nach diesem Rückschlag zeigte William dennoch Entschlossenheit und Einsatzbereitschaft, die uns veranlassten, die Situation zu überdenken, äußerte sich Monaco-Vizepräsident Vadim Vassiljev erfreut. Transferde William Wenger finalisiert pic.twitter.com/kassifknu as Monaco @as_Monaco January 12, 2019 er fügte hinzu, in dieser schwierigen sportlichen Zeit brauchen wir gute Spieler, aber auch echte Männer, um wieder auf die Beine zu kommen. Die Werte, die er dargelegt hat, haben uns definitiv überzeugt, ihn bei uns unter Vertrag zu nehmen, um dem Team zu helfen, das Ziel zu erreichen. Monaco reagiert auf enttäuschenden Saisonverlauf mit 13 Punkten und 5 Zählern Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsrang rangiert Monaco in der Liga na derzeit nur auf dem 19. Tabellenplatz. Nach Schalkes Naldo, Lilles Fode Bayoture und Chelseas Cesc Fabregas ist Wenger der vierte Neuzugang für Trainer Thierry Henry. Bei Antalyaspor besitzt der Franzose noch einen Vertrag bis 2020. In der Hinrunde kam er verletzungsbedingt nur auf 7 Einsätze.